Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Wie ihr unschwer hier am Hintergrund erkennen könnt, ich befinde mich mittlerweile in der Reha. Am 14.11. bin ich angekommen, das war ein Dienstag, heute haben wir Samstag, also so einen ersten Eindruck habe ich auf jeden Fall schon bekommen. Auf Instagram war das Interesse zum Reha-Thema sehr groß, also da teile ich auch immer mal wieder was, aber nicht jeder, der YouTube hat, hat ja auch Instagram, deswegen vielleicht meine Frage vorweg. Interessiert euch irgendwas hier von diesem Reha-Thema, also welche Therapien es hier gibt oder wie der Ablauf ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich hier von der Agentur für Arbeit zu gezwungen verpflichtet wurde, diese Reha zu machen, aufgrund von langer Krankheit. Und ja, ich war natürlich ein bisschen skeptisch bin ich immer noch, aber ich war dem Ganzen sehr negativ eingestellt, weil ich dachte, am Ende verschlechtert es meinen Zustand, vielleicht überfordert es mich, vielleicht werde ich hier zu Sachen gezwungen, die mir nicht gut tun. Also sei es jetzt, dass es in die Überlastung geht oder ja, also auch zum Beispiel jetzt Thema Ernährung. Ich habe mich ja sehr gesund ernährt, alles biologisch, glutenfrei, das geht hier alles nicht. Es ist auch nicht so abwechslungsreich und ja, da dachte ich, okay, vielleicht muss ich mich am Ende von der Reha erholen und vielleicht geht es mir viel, viel schlechter. Ja, mein erster Eindruck ist aber eigentlich ganz positiv. Also sowohl die Therapeuten als auch das Pflegepersonal, als auch die Mitpatienten sind alle sehr verständnisvoll. Und mir wurde auch gesagt, ich muss nicht in den Therapien bleiben, wenn es mir nicht gut tut. Ich soll versuchen, so viel wie möglich mitzumachen. Aber ich kann jederzeit gehen. Das habe ich auch schon ein paar Mal in Anspruch genommen, weil ich nicht mehr konnte. Insgesamt wurde mir auch sehr, sehr viel Sport in den Plan sozusagen eingebaut, wo ich auch nicht überall hingehen kann, weil ich einfach nach dem Essen dann fertig bin. Aber so grundsätzlich ist mein erster Eindruck doch positiv, muss ich sagen. Also ich hätte es mir ja irgendwie schlimmer vorgestellt. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach daran lag, dass ich überhaupt nicht hierher wollte und ja, sozusagen mich da auch ein bisschen gegen verweigert habe, weil ich irgendwie an dem Sinn gezweifelt habe, wie auch immer. Man muss auch sagen, diese Reha ist spezialisiert auf Depressionen, Burnout, Angststörungen. Da steht zwar auch Persönlichkeitsstörung drauf, aber eigentlich ist es nicht so. Also ich glaube, hier ist kaum jemand mit einer Persönlichkeitsstörung und es gibt auch kein spezielles Therapieprogramm. Dann irgendwie für Migranten gibt es ein spezielles Programm für Berufssoldaten. Aber so für ME/CFS, chronische Erschöpfung, Borderline oder sowas gibt es hier auf jeden Fall kein Programm. Spezialisiert auf Adipositas sind sie noch, da, also auf quasi Menschen, die eine Essstörung haben, aber nicht Magersucht, nicht Bulimie, sondern halt übergewichtig sind. Dafür haben die hier noch eine Lehrküche oder so, aber das betrifft mich ja nun gar nicht. Ja, deswegen dachte ich, okay, vielleicht passe ich hier auch gar nicht rein. Das habe ich im ersten Arztgespräch direkt angesprochen und wir haben auch so ein bisschen drüber reflektiert, wie ich den Aufenthalt hier für mich gestalten kann, wie ich das nutzen kann. Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich jetzt trotzdem wieder sehr, sehr viele Sporteinheiten im Plan habe in der Woche, obwohl ich gesagt habe, dass ich das nicht schaffe. Aber ja, die Therapieplanung macht nicht unbedingt der behandelnde Therapeut. Das wird irgendwie gestaltet. Ich habe den Sinn nicht verstanden. Genau, und meine Bezugsgruppe habe ich schon kennengelernt, mit der ich mehrmals die Woche Therapie hatte. Ich habe ein paar Vorträge gehört. So einen Spaziergang habe ich gemacht. Die Klinik liegt übrigens sehr, 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 sehr weit abseits. Also eine Dreiviertelstunde von Fulda mitten im Wald. Hier ist nichts, hier ist kein Laden, also ein Miniladen ist hier, kaum Restaurants, kaum Cafés oder so, ganz, ganz wenig. Wirklich hauptsächlich Wald und Wiesen. Hier kann man sehr gut zur Ruhe kommen. Und ja, was ich allerdings, falls die Frage kommen sollte, nicht machen kann, ist irgendwie Therapieräume filmen. Ich darf nicht im Speisesaal filmen, also da, wo Patienten sind, darf man nicht filmen. Im Zimmer glaube ich schon, das kann ich euch auch mal zeigen, wenn euch das interessiert, wie die Ausstattung so ist. Ansonsten gibt es hier neben Gruppenräumen, die man auch noch so nutzen kann, ein Schwimmbad im Untergeschoss und ein Solarium und eine Sauna, die man nutzen kann. Und so eine Massageliege, was man irgendwie buchen kann. Ja, also so ist es schon eigentlich ganz gut. Also es ist kein Hotel für die Leute, die mir geschrieben haben. Entspann doch in der Reha, lass dir Massagen buchen und genieß die Zeit. Also so ist es nicht, das bekommt man hier auch nicht. Das wurde ganz klar auch am Anfang gesagt, das hier ist keine Kurklinik.
Also ich bin in der Reha-Klinik Vogelsberg in Hessen, Grebenheim. Und ja, also wer sich das jetzt vorstellt, dass ich hier Urlaub mache, dem ist absolut nicht so. Das Programm ist auch sehr anstrengend und ich bin froh, dass jetzt Wochenende ist. Aber ja, auf jeden Fall wollte ich insgesamt sagen, dass mein Eindruck doch besser ist, als ich es erwartet habe und dass ich mich hier auf jeden Fall nicht durchquälen muss, wenn ich das nicht möchte. Ja, genau, das war es erstmal für dieses kurze erste Eindruck-Video zur Klinik. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis dann. Tschüss.